Liebe Leute, willkommen live auf Twitch. Wir sind unterwegs. Fronleichnam. Liebe Grüße an die Damen und Herren auf Twitch. Hallo an YouTube. Wir wollen ein bisschen weiterspielen. Wir haben eine Technologie eben bekommen. Mal schauen, welche das war. Ich habe sie gar nicht genau im Kopf. Wir haben einen neuen Charakter, Atacama, bekommen. Ein super cooles Hofmitglied. Im Augenblick können wir in keiner Stadt, glaube ich, mehr einen Statthalter annennen, denn alle, in das möglich ist, da ist schon einer unterwegs. Dann haben wir als Technologie gerade bekommen, Errungenschaft Krieger freigeschaltet. Das sagt mir gerade gar nichts. Ach so, das verstehe ich gerade gar nicht. Welche Technologie haben wir denn gerade bekommen? Oder haben wir gerade einen Gratis-Krieger bekommen? Welche Forschung haben wir denn gerade absolviert? Wir haben bekommen die Rhetorik. Und die Rhetorik erlaubt uns, ein neues Gesetz zu erlassen. Da stehen zwei zur Auswahl und ein Projektforum in unseren Städten durchzuführen. Bei Fertigstellung gibt es ein Stadtkapital pro Runde dort. Und noch andere Vorteile. Und das ist für uns relativ cool, weil wir viele Städte haben mit sehr, sehr viel Stadtkapital pro Runde. Das heißt, wenn wir diese Projekte einmalig durchführen, das sollte bei uns schnell durchgeführt werden können. Mit nur zwei Runden bekommen wir noch ein Stadtkapital drauf. Ja, dauerhaft und einmalig 20. Das ist das Forum hier. Oh, das ist auch cool. Wir können diese ganzen Projekte hier in den Städten mit viel Stadtkapital im irren Tempo machen. Und das finde ich auch schön. Jedes Jahr einen Einflusspunkt mehr. Tolle Sachen, die wir hier haben. Können wir uns alles gleich mal anschauen. Wir haben keine Stadt mit einem Bauprojekt im Augenblick. Die nächste Forschung. Wir gucken mal, welche Gesetze wir erlassen wollen. Wir haben die Wahl. Ja, wir haben nur 79 Stadtkapital. Das gucken wir uns alles im Augenblick gar nicht an. Wir schauen mal, was wir neu gemacht haben. Hier wurde ein Theater fertiggestellt, eine städtische Erweiterung, die uns eine Zufriedenheit in der Stadt bringt, 3 Steine pro Runde kostet und 4 weitere Kulturpunkte bringt. Hier ist ein Jünger da in einer Runde. In der Einheit hier vorne würde ich gerne sagen, dass sie zu heilen hat, aber das können wir erst dann in der nächsten Runde wieder machen. Hier würde ich gerne entweder nach oben hinziehen und die Straßen ausbauen oder noch mehr Steine machen. Wir bauen mal die Straßen nach oben hin aus. Hier hatten wir schon eine gebaut. Dann werden wir hier hin und die Straße weitermachen. Was haben wir in Wolkenweide für Vorteile? Ich glaube, wir haben dank der Statthalterin 50% höhere Erträge auf alle Steinbrüche, ne? Ich glaube, das ist der Bonus von Myrotte der Richterin. Sie ist Gräberin. 50% mehr Erträge auf alle Steinbrüche und Minen. Dann machen wir das etwas anders. Dann machen wir hier nicht den Straßenbau weiter. Dann hatten wir eben nur begonnen, weil wir von Barbaren angegriffen wurden. Sondern machen stattdessen hier, da steht ein Steinbruch, hier links können wir einen machen. Ziehen hier einmal rüber. Was ist hier eigentlich im Bau? Ein Weltwunder, okay. Ziehen wir hier links einmal hin. Setzen da einen weiteren Steinbruch daneben hin, bitte. Ist die Kanalwette abgeschlossen? Könnt ihr mir bitte mal die Ergebnisse in Chat posten, liebe Chatmods? Das würde mich sehr freuen. Wäre ich sehr, sehr, finde ich sehr, sehr lieb hier. Und anschauen wir mal bei den anderen Modernisierungen. Hier vorne wurde fertiggestellt ein Steinbruch, sehr schön. Und in Riesenwald haben wir, da lohnt es sich für uns, Militäreinheiten zu bauen. Da haben wir einen kleinen Vorteil. Außerdem liegt die Stadt direkt an der Grenze. Stadtteil, da haben wir keinen. Die Familie, die dort unterwegs ist, gibt hier keinen Bonus, der für uns relevant wäre bei der Frage, welche Modernisierung wir nehmen. Ich würde hier gerne eine Garnison bauen. Wenn wir eine Garnison bauen, können wir hier nämlich einen Statthalter hinschicken. Das würde ich gerne machen. Och Leute, das wäre ein sensationeller Steinbruch hier unten, ne? Aber lass uns mal das mit den Garnisonen machen. Und die würde ich gerne im Dreieck hinbauen. Wir könnten hier 3 zum Beispiel nebeneinander nachher hinstellen. Also 3 Militäreinheiten, Garnison, eine Feste heißt das, glaube ich, und dann Kaserne oder ein Stall oder so ähnlich. Und die setzt man oft im Dreieck nebeneinander und die verstärken gegenseitig ihre Vorteile. Das wird wahrscheinlich die Militärstadt hier werden. Da könnten wir zum Beispiel, hier kommt eher der Steinbruch hin, wir könnten hier so 3 nebeneinander machen. Hier wird ein Odeon empfohlen, noch nicht. Hier so ein Dreieck, 3 verschiedene und hier werden wir nachher ganz viele Steinbrüche hinsetzen, ja. Ich setze hier mal die Garnison hin.
Es lohnt sich nachher hier auch Viehweiden zu bauen, auf jeden Fall. Die geben auch mehr Bewegungspunkte und so weiter. Aber trotzdem würde ich erst mit der Garnison anfangen, denn die schaltet die Option frei, dass wir mit einem Statthalter arbeiten können. Vorhersage ist beendet. Das Gros der Zuschauer, beinahe die absolute Mehrheit aller investierten Punkte gingen da rein, dass wir eine Stadt erobern können. Ein Drittel der Punkte wurden investiert für WB erobert gar keine Stadt und eine Minderheit von einem Fünftel aller Kanalpunkte wurden investiert für die Alternative zwei Städte oder mehr. Hier vorne kommt die Garnison hin, ein Befehlspunkt pro Runde, zwei Eisen werden, zwei Steine pro Runde verbraucht. Dann können wir, genau, haben wir hier vorne einen Kornspeicher hingesetzt, mehr Wachstum in Bolopolis. Hier könnten wir einen Bauernhof hinsetzen oder noch einen Steinbruch daneben hin. Beides würde durchaus Sinn machen. Steine brauchen wir immer, Nahrung geht gerade so. Bolopolis hat Vorteile bei der Zufriedenheit. Und ja, die Stadt hat vor allem unglaublich viel Zufriedenheit. Hier entsteht gleich ein Siedler. Haben wir hier schon ein Odeon gebaut? Da ist ein Theater sogar schon. Das ist sehr schön, das ist klasse. Und das Odeon steht da drüber. Das ist zauberhaft. Kann man eigentlich dann ein weiteres Gebäude, ein Amphitheater daneben setzen? Nein. Dafür muss die Stadt erst mächtig sein. Das ist die dritte Kulturstufe nach unbedeutend und nach aufblühend. Das werden wir, wenn es so weiterläuft, in 13 Runden sein. Das ist relativ bald. Was könnten wir sonst hier machen im Augenblick? Wenig eigentlich. Hier. Die Grenzen, hier können wir runterziehen und noch ein paar Minen setzen. Die geben uns dann noch mehr Eisen. Das wäre auf jeden Fall eine Option. Heimel können wir noch gar nicht setzen. Hier oben könnten wir noch einen Steinbruch hinsetzen. Das wäre auch sehr vernünftig. Wir können auch Straßen hier rüber setzen, damit die Einheiten schnell alles verbinden. Kann man alles machen. Ja. Im Chat wird darüber spekuliert, ob wir die sechs Feste machen. Das ist eine Ambition. Ich lege nicht unbedingt gesteigerten Wert drauf. Ich bin bereit, dieses Vermächtnis sausen zu lassen. Wenn wir das nicht schaffen, hat man eine kleine Legitimitätsstrafe. Aber ich weiß nicht, ob wir die brauchen. Die Feste. Also, doch, also mit sehr viel Stadtkapital sind die schnell gemacht. Wir können uns das doch überlegen. Könnten wir machen, ja. Dann hätten wir auch eine weitere Ambition für einen Ambitionssieg. Wir könnten das doch machen, ja. Könnten das machen. Die Grenzen dehnen sich nicht automatisch aus, die dehnen sich aus, entweder durch bestimmte Events oder dadurch, dass wir Geländefelder dazu kaufen für die Stadt oder dazu, dass wir Bürger umwandeln in Spezialisten auf Geländeerweiterung. Das löst auch ein Ausdehnen der Kulturgrenzen aus. Ja? Ich überlege mal gerade, ob wir hier eine Straße raufziehen sollten. Auf Dauer zahlt sich das aus, weil unsere Einheiten viel schneller unterwegs sind. Werden auch hier gleich eine Verbindung brauchen. Lass uns das mal machen. Je früher wir damit anfangen, desto besser eigentlich. Was denn das? Ländereien? Was denn das hier? Kostet unfassbar viel Ausbildung jede Runde. Das kenne ich ja noch gar nicht. Bringt sehr viel Zufriedenheit und so weiter. Kann das durch ein Event? Keine Ahnung. Machen wir aber auf gar keinen Fall. Ich lasse mit dem mal eine Straße. Also, die Stadtfelder machen schon Straße. Ich ziehe mal Straßenverbindungen von hier unten runter. Hier ist es relativ schnell. Wir gehen einmal hier unten hin. Da bauen wir eine Straße hin. Auf dem Weg nach unten und nachher dann eine Mine. Oder Mine. Wenn wir hier unten, ja, wir brauchen nicht zwingend hier eine Straße. Wir werden erstmal Richtung Osten zu den Karthagern expandieren. Da brauchen wir eine Straße. Dann setzen wir die Mine hin. Wollten wir hier eine hinsetzen? Ihr sollt ein Dreieck hin. Hier kommt ein Dreieck hin von Kulturgebäuden. Und dann könnten wir noch ein Dreieck, das ist ein Kornspeicher, ein Dreieck von Militärgebäuden hinsetzen. Dann würde ich, wenn hier Militärgebäude hinsetzen, dann würde ich eher, hier ist eine Mine,
könnten die vorübergehend, hier will ich eher eine Mine hinsetzen, da braucht man sehr lange für. Was wird uns hier rechts empfohlen? Steinbruch. Weil hier, hier ist ein toller Steinbruch. Da können wir einen tollen Steinbruch näher hinsetzen. Und die Einheit, hier ist auch kein Handwerker dort hin unterwegs. Dann ziehen wir den schon mal in die Richtung hin. Das ist toll. Da geht's hin. Super. Die nächste Einheit hier vorne. Ja. Ein weiterer Handwerker der Familie von den beiden hier. Hier hatten wir einen Steinbruch gesetzt. Der kann auch hier oben weiterarbeiten. Und wir könnten hier vorne auf Sorghum kann man ziemlich coole Bauernhöfe draufsetzen. Es gibt auch mehr Wachstum eben. Und hier oben kann man sensationelle Minen bauen und Steinbrüche neben dem Vulkan. Kann man alles machen. Wir wollten hier oben, wäre es auch empfehlenswert, einen Steinbruch hin, eine Garnison hinzusetzen. Und wir doch auch einen Statthalter hinsetzen können. Lass uns hier mal ein Dreieck machen. Das heißt, wir könnten ein Dreieck machen hier vorne. Drei Gebäude zum Beispiel, drei Gebäude hier hinten. Sehr viele Minen werden wir hier haben, sehr viele Steinbrüche werden wir haben. Hier kann man extrem viele Minen bauen. Das sind Bauernhöfe, die hier entstehen werden. Hier wird man wahrscheinlich einen Kornspeicher hinsetzen. Das ist Ackerland, das ist Ackerland. Hier setzt man eher einen Steinbruch hin. Wir könnten hier da oben eine Garnison zum Beispiel hinpacken. Oder wir können hier drauf eine Garnison hinpacken. Dann verschwenden wir keine Geländefelder, da kommt die Garnison hin. Dann können wir, haben wir noch einen weiteren Zivilisten hier vorne. Ah, der hätte hier vorne, der kann auch zu dem Steinbruch runterziehen. Aber hier können wir auch mehrere setzen. Dann ziehen wir den mal hier vorne hin. Bauen hier den Steinbruch. Dann haben wir noch drei Aktionspunkte nur noch. Und sieben Militäreinheiten. Da sind wir aber langsam unterwegs hier. Wisst ihr was, wenn man das eine Idee anlässt? Den einen Handwerker setzen wir mal nicht ein. Den lassen wir mal weg. Wir müssen ein bisschen Spiel haben, den hier vorne. Wir müssen ein bisschen Spiel haben für unsere Militäreinheiten. Sonst kommen wir zu nichts. Das ist so vollkommen witzlos. Wir müssen auch mal Sachen erobern. Wir ziehen mit dem hier oben hin. Hier kommt die Garnison hin. Wir machen nur die Sachen, die wirklich wichtig sind. Da kommt die Garnison hin. Hier oben geht die Garnison hin. Die geht nur auf Stadtfeldern. Mit dem hier vorne machen wir hier den sensationellen Steinbruch. Warum kann er da nicht hinziehen? Weil er eine Militäreinheit draufzieht. Die muss er erstmal wegziehen. Machen wir erstmal den Steinbruch daneben, weil ich noch nicht weiß, ob der drankommt. Den werden wir auf jeden Fall nutzen. Ein Steinbruch hier. Und dann den hier oben lassen wir erstmal weg. Und jetzt kann wir, das ist die letzte zivile Einheit, die wir ziehen können. Jetzt wollen wir erstmal mit dem Militär hin und zurückziehen. Und wollen hier auch in die Pötte kommen, dass wir links das Barbarencamp erobern können. Ja? Das heißt, wir ziehen mit. Nee, zu den Karthagern, aber Priorität hat das hier links erstmal, eine weitere Stadt. Da entsteht auch der Siedler hier unten. Mit ihm setzen wir nur eine Runde aus, dann heilt er von alleine. Eine Runde aussetzen, das ist dann der letzte Aktionstrefferpunkt, der dazukommen muss. Das ist hier mit dem allerdings. Hier rüber. Dann haben wir zwei Fernkampfeinheiten, die hier hinziehen und den können wir gleich auch kaufen, den Elite-Plänkler, mit zwei Legitimitäten, etwa zwei Fernkampfeinheiten, einen Nahkämpfer und die können wir an die Front rüber schicken. Einmal hier vorne hin, mit denen geht es an die Front hier unten hin. Der hier vorne hat alle Aktionspunkte. Zurück. Einmal hier Richtung
den Lieblingsklamotten, mit denen können wir auch schon mal vorziehen. So, den jetzt kaufen, der würde dann erstmal nur angegriffen werden, das ist witzlos. Zieh mit dem mal nach rechts rüber. Oder wir sagen, er macht die Verteidigung gegen die Slums und die Elite-Truppen mit die Elite-Peltasten, die viel kampfstärker sind, die setzen wir gleich gegen die Barbaren ein. Und das ist die Defensive hier unten, wenn in den Slums wieder Einheiten entstehen. Machen wir es so rum, ja? Okay? Ist das hier ein Hügel? Ja, da können wir Verteidigung gleich machen. Dem sagen wir, Wache, melde dich, wenn wir wieder Truppen entstehen in den Slums. Und rechts haben wir, brauchen wir ein paar Einheiten, die rechts angreifen. Wen kann ich upgraden? Irgendeine Militäreinheit hätte ein Pluszeichen, dass ich die upgraden könnte. Welchen denn? Sag mir kurz, welcher es war. Ich finde ihn gerade nicht. Oder finde ich den in der Liste hier vorne? Militäreinheiten sortieren. Nee, hier kann ich das nicht sehen. Welcher war derjenige mit dem Pluszeichen? Puel? Welcher war das? Welcher war das? Ich sehe es gerade nicht. Nicht befördern, sondern verbessern. Verbessern will ich denn im Augenblick nicht. Also du meinst zum Speerkämpfer zum Beispiel verbessern. Ich weiß ja noch nicht, was für Einheiten hier recht sein werden. Auf was für Feinde wir treffen wollen. Deshalb will ich den nicht verbessern. Oh, hier können wir aber gleich eine einfache Beförderung schon mal machen. Bekommt der XP pro Runde gratis hier durch die Generäle? Nee, nur durch den Kampf. Den können wir nachher schon mal einmal verbessern. Waldläufer. Von Wäldern aus stärker im Kampf. Spurenleser. Mehr Sicht. Das ist gleich für die Attacke sehr, sehr cool. Damit wir immer Sicht bekommen. Nahkampfeinheit würde an einer Front stehen, damit wir sehen, wie es bei den Karthagern aussieht. Einmal modernisieren dahin. Jetzt hat man noch 0 Aktionspunkte, da haben wir nichts mehr. Jetzt kommt die nächste Forschung noch rein. Das, was blau ist, sind die Forschungen, die wir jetzt machen können. Das, was gelb ist, ist im Ablagedeck. Und ich muss euch eine Sache mal fragen. Manchmal kann man auf dem Nachziehstapel so ein Symbol draufsetzen. Und dann, was passiert dann? Dann ist markiert Technologie anstreben. Ich habe leider nicht genau kapiert, was damit passiert. Erhöht das die Wahrscheinlichkeit, dass die demnächst im Deck sein wird? Oder ist das mehr so ein Erinnerungszeichen nur für uns? Wer weiß, was das bedeutet hier? Ja, bitte mal kurz Bescheid geben. Und die blauen sind die, die wir im Augenblick machen können. Am schnellsten geht die Polis hier links, weil am weitesten links. Weiler schalten wir frei, Mauern schalten wir frei. Wir können andere bitten, einen Krieg zu erklären. Und das ist es auch schon. Das Speichenrad schaltet uns coole neue berittene Einheiten frei und die Persönlichkeit Kanzler. Die Staatsbürgerschaft schaltet uns frei. Gerichtsgebäude, das ist im Midgame ein Gebäude, das ein ganz toller Hebel ist für viel mehr Stadtkapital überall. 20% mehr aufs Stadtkapital. Ich bin ein riesen Fan von Gerichtsgebäuden. Ich finde die ganz toll im Spiel, ganz, ganz toll. Das zeigt uns das Symbol einfach nur ein Erinnerungszeichen im Auswahlbildschirm. Das ist alles, okay. Also Staatsbürgerschaft finde ich extrem cool, dauert allerdings auch sehr, sehr lange, weil das eine späte Forschung ist. Da brauchen wir sage und schreibe 18 Runden für. Ich würde eher was Kleines machen, wo wir den Vorteil früh von haben. Damit wir auch vorankommen im Spiel. Ja. Alles klar, eins weiter. Eine Runde weiter, bitte. Baltic Cowboy fragt, wie viele Runden hat das Spiel maximal? Müsste ich nachschauen. Mehrere hundert. Richtig viele. Man kann mit Punktelimit spielen oder ohne. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, wir hatten mitgespielt, aber ich weiß es nicht auswendig. Uns erreicht Kunde aus der Fremde. Galatus der Gallier ist tot. Wir haben Krieg mit den Galliern. Nein! Der 27-jährige König der Gallier ist gestorben. Ein zäher Fanatiker, zugleich ein lüsterner Mann, wahrscheinlich an einer Geschlechtskrankheit verstorben. Ist zumindest das Gerücht, das ich in die Welt setze. Und Königin Cela ist jetzt das neue Oberhaupt, eine 20-jährige, eine Heldin, eine standhafte Heldin.
würde sagen, das ist wohl leider ein Level-up für die Gallier, kann man nicht anders sagen. Oh, leider, die Königin-Witwe, die Witwe von Kyros Senior ist krank, sogar schwer krank. Wird nicht mehr lange leben. Auch die Matriarchin Mandana, das Oberhaupt unserer jüdischen Staatsreligion, schwer krank, wird nicht mehr lange leben. Die Oligarchin Parisates, die sehr junge, das Oberhaupt der Familie der Arkasiden, ist ein bisschen krank. Da geht irgendwas um, Leute. Der Wunsch nach Krieg. Ein Tross grimmiger Botschafter aus Rom tritt an den Hof ein. Sie bringt Nachricht von ihrem Oberhaupt. Meister Wuschel, vielen Dank fürs 14. Abo. Danke dir. Ganz liebe Grüße. Danke dir. Was für freundliche Sachen du schreibst. Ganz liebe Grüße von uns allen an Meister Wuschel und danke fürs 14. Abo. Jetzt kann ich gar nicht alles vorlesen. So viel und so lang. Danke dir. Ich habe alles gelesen. Wir sollen in einen Krieg mit den Skythen ziehen. Das ist ein Ultimatum. Wenn wir das machen, alles gut. Die Skythen hassen uns. Wir haben Krieg mit den Skythen und das Ansehen gegenüber den Römern ist verbessert. Oder wir legen das Ganze ab. Dann hassen die Römer uns. Dann könnte es Krieg mit ihnen geben. Aber wir bekommen 40 XP mehr für unseren König. Wo sind die Römer? Wo sind die? Die Römer sind ganz weit weg von uns. Schaut mal in der Minimap. Die sind hier unten. Schaut mal rechts unten, bitte. Hier seht ihr die Blitze hier. Die Blitze bedeuten, das ist Kartenrand. Hier geht es nicht weiter. Sind am äußersten Kartenrand gestartet. Die Skythen liegen zwischen uns und ihnen. Und einmal hier, einmal da. Dann hätten wir direkt Krieg mit ihnen. Die würden uns angreifen und die Römer angreifen. Und wir hätten allerdings auch neue Plätze für Städte. Aber wir haben schon Krieg mit den Karthagern. Auch schon. Insofern etwas unpraktisch. Die Römer sind ganz weit weg. Also wenn wir den Krieg haben, das ist im Prinzip egal, weil die können uns eh nicht angreifen. Also wir haben schon Krieg mit den Galliern und wir wollen die Barbaren aufmischen. Ich brauche gerade keinen Krieg mit den Skythen. Warum sollen wir einen Drei-Fronten-Krieg haben? Wir können mit unseren 24 Befehlspunkten pro Runde, können wir einen solchen Krieg gar nicht managen. Ich bin dagegen. Machen wir nicht. Machen wir definitiv nicht. Wir lehnen das ab. Die XP für König Kyros nehmen wir gerne mit. Unsere letzten Rekruten haben ihre Ausbildung beendet und sind bereit für den Kampf. Die Offiziere haben einen Besuch der königlichen Paradeplätze organisiert, wo wir, König Kyros der Krieger, eine mitreißende Rede hält, während wir die Soldaten aussenden. Was ist das Thema unserer erbaulichen Ansprache? König Kyros ist ein inspirierend oder ein Redner. Eine der beiden Eigenschaften löst das auf. Und er ist ein Schwafler, ein Redner, genau wie WB. Mit anderen Worten, das bin ich selber. Und ein weiterer Trigger ist, ein Krieger wurde fertiggestellt. Er hat nichts zu befürchten. Er kämpft für Perser. Dann bekommt, oh, entweder der Krieger, den wir ausgebildet haben, bekommt dann die Eigenschaft tapfer. Oder alle Krieger, die wir haben. Da bin ich mir nicht sicher. Es ist nur gerecht, das Blut der Barbaren zu vergießen. Dann ist entweder der. Ich vermute, dass alle Krieger dieser Familie diese Eigenschaft bekommen, aber es wird leider nicht explizit gesagt. Also entweder sind alle gut im Nahkampf, Angriff und Verteidigungsstärke plus 10%, oder gegen Stammeskrieger, also gegen Skythen zum Beispiel, oder gegen Gallier 25%. Defensive und Offensive oder Deckung. 10% mehr Defensive gegen alle. Da wir eher offensiv kämpfen, finde ich das am langweiligsten. Gegen Nahkampfeinheiten ist man meistens unterwegs. Die meisten Feindeinheiten sind Nahkämpfer. Das finde ich eigentlich am. Ja. Also ich würde mal sagen, wir machen das hier vorne. Krieger und tapfer würde ich machen. Puel meint, eventuell sei es auch nur der eine, da müssen wir gar nicht lange drüber nachdenken. Wir nehmen mal den Krieger her. Die Unsterbliche, die von General Pamida angeführte Einheit der Krieger, ist loyal und unerbittlich. Eine wahre Elite-Krieger. Die ist ja Generälin irgendwo. Leider schon 57 Jahre jung geworden mittlerweile. Jedes Mal, wenn ein Mitglied der Einheit erkrankt oder verwundet ist, springt ein anderer für ihn ein.
Parmada Parmida bittet euch, der Einheit Anerkennung zu schenken und ihnen die Ehre zu erweisen, den Ehrentitel der Unsterblichen zu tragen. Sehr cool. Die Unsterblichen bekommen die Eigenschaft heilkundig, werden Persien stets mit ihrem Leben schützen. Diese eine Einheit, das sollte auch nach dem Tod von ihr weiter gelten. Das heißt, wenn man sich nicht bewegt und keine Aktion durchführt und innerhalb der eigenen Grenzen ist, dass man dann eine Aktion mehr hat, dass das Heilen erwähnt wird. Aber ich bin mir nicht sicher. Oder einfach nur mehr XP für die Krieger, heilkundig finde ich cool, das machen wir. Herzogin Asta hat die Befehle des militärischen Oberkommandos ignoriert. Sie hat mit einem Trupp treuer Soldaten und Söldner die Lager der Gallier überfallen. Die Schlacht war erbittert, die Schlacht war blutig. Sie erinnerte an die Scharmützel von Asta entlang der Grenze während ihrer Ausbildungszeit. Der Kriegstrupp kehrt triumphierend zurück und bringt euch den Kopf von Galatus. Nein! Ist das nicht der König, der gerade gestorben ist? Daran ist der König gestorben. Das war das Event. Als ich gesagt habe, die haben ein Level abbekommen, der Typ hier, der lüsterne Fanatiker, hat jetzt eine, ne? Der ist jetzt weg. Und seine Frau, ich glaube, das war seine Frau, ist jetzt die Ersatzkönigin. Und die ist sogar besser als er. Jetzt wissen wir, woran er gestorben ist. Er ist an Herzogin Asta gestorben. Ich hatte ja spekuliert, er sei an einer Geschlechtskrankheit verstorben. Er ist tatsächlich an der Herzogin verstorben. Also, jetzt ist die Frage, wie reagieren wir darauf? Wahlweise, wir tadeln sie ob ihrer Leichtsinnigkeit. Dann hat sie einen Malus von 100. Das sehr, sehr ungerne. Wir können das feiern. Dann bekommt Bolopolis einen Triumph, also unsere Hauptstadt, und wird bis zum Ende der Partie plus mit 2 Militärpunkte mehr produzieren. Das ist enorm viel. Und die Herzogin, also sie selber, verliert etwa an Disziplin. Das ist ein bisschen doof für den Kampf auch. Sie selber hat dann minus 1 Disziplin. Schlimm wäre, wenn sie minus 2 Disziplin hätte, weil ab 2 plus oder 2 minus kann man bestimmte Events triggern. Das ist nicht so schlimm. Und wir müssen allerdings auch, wenn wir das feiern, ein Tribut an die Gallier leisten und 24 Jahre lang denen 24 Gold zahlen. Bekommen aber die 2 Militärpunkte bis ans Ende der Partie für Bolopolis. Oder wir schweigen einfach, dann gibt es mit den Galliern keinen Krieg mehr, sondern wir bekommen einen Waffenstillstand, müssen auch ein Tribut zahlen und alle unsere Familien, die uns verabscheuen, ob unserer Feigheit gegenüber einem fremden Stamm, geben uns 20 Jahre lang weniger Ansehen und die Herzogin Asta gilt als berühmt. Die ist im Augenblick ja nur Generälin. Die ist nirgendwo Statthalterin und alles andere ist auch egal. Das ist alles ein bisschen uncool, ne? Ah, im Chat wird gesagt, die Gallier müssten dann Tribut zahlen, nicht wir. Ja, du hast recht. Wir bekommen einen Waffenstillstand und die müssen und 40 Runden lang 24 Gold zahlen. Da wir im Augenblick im Minus sind, hätte ich da nichts gegen einzuwenden. Den Tribut nehme ich gerne mit. Dann lass uns doch das machen hier. Die Herzogin ist ein bisschen, wir feiern den Sieg. Die Gallier, die sind sowieso tierisch weit weg. Ich habe gar keinen Bock auf den Krieg mit denen. Mit denen haben wir einen Waffenstillstand. Sie zahlen uns Tribut. Und Bolopolis bekommt bis zum Ende der Partie, unsere Hauptstadt, mehr Ausbildung, mehr Militärpunkte, mit denen man coole Einheiten machen kann. Okay? Lass uns die Siege feiern. Boah, ein Event nach dem anderen. Müde Reiter tritt mit einer Nachricht in der Hauptstadt ein. Das Oberhaupt der Griechen, nördlich von uns gelegen, grüßt uns herzlich und möchte mit uns eine Freundschaft aufbauen. Wir wissen nur wenig über die Griechen, was sollen wir tun? Wir können alle Griechen in Persien willkommen heißen und ihnen einen Uso ausschenken. Wer weiß, was dann passiert. Oder wir sagen, wir geben ihnen Geschenke als Zeichen unseres guten Willens, geben ihnen einmalig 270 Gold, das wir kaum haben. Und sie mögen uns lieber. Im Augenblick. Oder wir verweigern den Umgang mit ihnen. Dann gibt's nichts. Wir ignorieren die einfach. Wie stehen wir im Augenblick denen gegenüber?
Die Gallier haben wir kürzlich, Griechen kürzlich erst kennengelernt. Die sind nördlich von uns, hier oben, hier vorne, mehrere Städte. Wir haben Krieg mit den Karthagern und wir haben die Barbaren vor der Tür. Ich habe kein Interesse im Augenblick an einem Zwei-Fronten-Krieg. In der frühen Spielphase, in der man kaum Aktionspunkte hat, Zwei-Fronten-Kriege zu haben, ist doof, kann man nicht anders sagen. Die Gallier sind führend, sie sind in jeder Hinsicht mit uns auf einer Stufe, militärisch und forschungsmäßig. Und wie empfinden sie uns gegenüber? Minus 43. Also ich finde es nicht schlimm, mit ihnen einen guten Kontakt auszubauen. Lass uns das mal machen. Wir begrüßen sie als Nachbarn, heißen sie in Persien willkommen und gucken, was passiert. Okay?